Und setzt euch auch mit für Frieden auf den Demos ein. Ich habe das als ganz junger Teenager vom Brandenburger Tor auf der Ostseite erlebt, wie es gemacht wird. Also ich war dort mit jungen Erwachsenen. Ich habe die Unterwanderung erlebt. Ich habe erlebt, dass man die Intuition verliert, wenn man dann selber zu sehr in den Emotionen ist. Denn neben mir hatte jemand von der Stasi gestanden. Der sah erstmal total harmlos aus, aber ich habe auch nichts gespürt, weil ich so erregt und in den Emotionen war. Unterwanderung, Unfrieden, Zugriff, und der wurde dann wie auf Knopfdruck aktiviert. Fuhr mit den Ellenbogen gegen die Menschen, die neben ihm standen, und beteiligte sich eben an dem Zugriff und an den Verhaftungen von innen heraus, also von innen heraus aus der Menge. Die waren natürlich in Zivil, ist ja klar. Also, es ist wichtig, dieses Verbundensein und dann im Frieden bleiben. Das braucht es unbedingt. Also, wollte ich jetzt noch mal kurz ergänzend hinterher schicken. Und es gibt auch schon sehr, sehr viele Kräuterschätz. Ambrosia wird zum Beispiel viel genannt im Moment, wo wirklich das alte heilkundliche Wissen aktiviert wird. Auch auf Telegram, da bin ich jetzt nicht, mir wird das alles zu viel. Ich bin in einem ganz normal auf WhatsApp. Aber es gibt da so viel, auch auf Facebook bin ich auch nicht. Ich brauche dieses in der Natur sein und verbunden sein, und eigentlich brauchen wir das alle, also verliert euch auch nicht da drin. Aber wie gesagt, da ist im Moment sehr, sehr viel am Entstehen und da ist sehr viel wertvolles Wissen, Erfahrungswissen, uraltes, heilkundliches, was da geteilt wird und was man auch mit nutzen darf. Es war noch irgendwas, was ich sagen wollte, fällt mir jetzt nicht ein. Also diese beiden Sachen kurz ergänzend.